Also Globke war sicherlich das Obszönste, was in jener Zeit unter Adenauer passiert ist. Denn es war ja nicht irgendein Parteimitglied oder Mitläufer. Er hat die Rassengesetze mitkommentiert. Er war ein übles Werkzeug des Antisemitismus. Und vielleicht, weil er offenbar ein sehr effizienter Verwaltungsmensch war, deswegen besonders nützlich für Adenauer. Denn Adenauer, das belegt seinen personalpolitischen Zynismus, wusste ganz genau, Globke muss alles für mich tun, ich habe ihn in der Hand, ganz klar. Adenauer selbst war, wie wir alle wissen, kein Freund der Nazis. Er hat auch sich sehr bemüht um das, was unter dem etwas makabren Ausdruck Wiedergutmachung gefallen ist. Er hat durchaus sehr enge Beziehungen geführt zu Israel, zu Ben-Gurion. Aber das Festhalten an Globke ist nicht zu verstehen aus heutiger Sicht. Es ist in jeder Hinsicht verwerflich. Er wurde ja dann nicht nur von Adenauer gedeckt, sondern auch von den Geheimdiensten. Es scheint sogar so gewesen zu sein, dass Eichmann, als er nun endlich gefasst wurde, sich geäußert hat zur Mitschuld eines Herrn Globke. Und dass diese Passagen unterdrückt worden sind, um hier nicht noch die Diskussion weiter zu entfachen.